So, da sind wir dann auch schon wieder. Flamme brennt gut. Schnauze! Katze? Katze? Wo? Hallo. Ich bin's. Der Tierarzt. Aha. Okay. Und schon geht der Katze wieder besser. Sehr schön. So. Kann sich ja bloß noch um Jahre handeln. Wisst ihr was, die Flamme wird wahrscheinlich sowieso zu lange brennen. Das heißt, wir nutzen die Gunst der Stunde, um gleich mal die ganze Gold hier einzuschmelzen. Was auch immer wir damit machen. Ich weiß es jetzt auch noch nicht. 5 Mesekristallfragmente. Ja. Daraus kann man ja genau gar nichts machen. So. Ja, könnten wir uns aus dem Gold vielleicht ein Goldschwert machen? Macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, es wäre sinnvoll, ein bisschen Eisen einzuschmelzen. So. Easy. Okay. Ach, lassen wir so. So, das heißt, wir haben 72 und 9, dann haben wir genau ganz viel Bronze. Perfekt. Sehr schön. Das heißt Eisen da rein, Bronze da rein. Hatten, ja, genau. Bam. Sehr, sehr schön. So, Gold kommt wieder da oben rein und da rein. Und dann haben wir noch Roheisen, was da reinkommt. Dann haben wir mittlerweile, okay, gut, wir haben mehr Eisen als Kupfer, als Bronze. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber gut, dann ist das halt so. Ist schon ganz geil. Ja. Ja, seht ihr hier. Eigentlich hätten wir es ja nicht gebraucht, aber naja, egal. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. So, damit können wir dann jetzt tun, machen, ja, was denn eigentlich? Oh, da fehlt tatsächlich, da habe ich extra geguckt, dass hier alles bestückt ist und dann fehlt hier doch noch was. Meine Güte, was ist denn jetzt schon wieder los? Das gibt es doch gar nicht. Das da. Komm runter. Bam. Easy. Jetzt wachse und gedeihe. Mach mich stolz. So. Einmal zu. Okay. Die Frage ist, was machen wir? Machen wir jetzt noch hier unten hin? Ich persönlich würde vielleicht noch sowas wie so einen Tisch irgendwo hin machen, ne? Also so ein bisschen so, dass man noch irgendwie Arbeitsfläche hat. Andererseits wollten wir noch einen Keller reinziehen. Wobei das ja, war ja eher nur so eine Scherzüberlegung, aber es wäre tatsächlich doch vielleicht eine Überlegung wert. Und da müsste man überlegen, wofür, weil Lager haben wir jetzt hier oben auf dem Dachboden und das ist ja das Einzige, wofür ich immer so einen Keller benutze. Für Lager. Boah, Alter. Ja, von daher vielleicht jetzt nicht so die sinnvollste Idee, jetzt hier noch ein Lager anzufangen, irgendwie im Keller. Dachboden an sich würde ich auch erstmal so lassen, ne? Können wir hier später noch vielleicht ein paar Regale hinzufügen oder so, keine Ahnung.
Aber an sich erstmal sieht das auch voll in Ordnung aus. Aber wie gesagt, hier unten den Wohnbereich, den würde ich dann doch noch ein bisschen wohnlicher machen, dass man hier vielleicht so einen Tisch noch irgendwie hat. Müssen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen andersfarbiges Holz haben. Sieht nicht so gut aus. Hier haben wir auch nur die eine Holzart, ne? Ja. Standardholz. Na gut, haben wir eine Axt. Nein, natürlich keine Axt. Also das ist traurig. Aber die Frage ist, haben wir überhaupt anderes Holz? Das ist ja hier, wir haben nur über. Oh doch, das ist ein bisschen Kiefernholz. Gut, ich mache mir mal ganz schnell eine Hacke, eine Axt, meine ich doch. Dann kloppe ich da vorne mal die eine Kiefer da weg, die eine Dingsbums da. Hä? Noch nicht mit dem Schwert, bist du bekloppt? Hä? Oh! Wow, ich drücke die vor. Ich will die Schleichtaste drücken, damit er hier das Ding abbaut und drückt dabei immer die 1. Hä? Jetzt baut er doch den anderen Baum mit ab. Willst du mich verarschen? So war das jetzt nicht geplant. Aber okay. Dann pflanze ich dich halt wieder ein. Und dich auch gleich. Easy? Fragezeichen. Passt schon. Mir war es irgendwie so, als wenn ich denn nur die eine Baumart abbauen würde und nicht gleich alles. Oh ja, was soll's. Wo ist die Hacke? Da ist die Hacke. Die Axt möchte ich doch. So, dann bauen wir ab. Mein lieber Herr Freund Axt. Sehr schön. Passt. Oh, ein Schäfchen. Ein scharfes Schaf. Ist das sinnvoll? Ich habe keine Ahnung. Okay. Mr. Um ist jetzt ein Zeppling. Komme ich so nicht ran. Lass ich einfach mal da. Fällt bestimmt keinem auf. So, die ganzen Blätter, die schmeiße ich immer direkt als Verdunstungsmaterial rein. Können wir schon mit Biogas heizen quasi. Mensch, ich habe doch Saplings. Was ist denn hier los? Wo habe ich denn die jetzt schon wieder her? Wo waren es jetzt so? Hier war Nummer 1 und da vorne war Nummer 2. Da, perfekt. Habe ich den Wald gleich wieder rekultiviert? Da vorne ist auch noch ein Baum. Den klaue ich auch gleich mal mit. So sagen wie ich rankomme überhaupt, also ne, ist ja hier gut, ich mach jetzt mal voll Pause, ist ja hier. Hat ja schon wieder eine Arbeit aus, wo ich gar nicht weiß, wie lange die Folge doch müsste 30 Minuten ungefähr gewesen sein. Jo. Nee, Quatsch. Hä? Easy, ich bin komplett aus dem Zeitkonzept. Wann haben wir denn die erste Folge angefangen? Also jetzt ist es hier nur 30. Okay,
Die Uhrzeit sieht man gar nicht auf dem Video, ist natürlich super geil. Die Kamera liegt genau da drüber. Aber an sich müssten wir noch eine halbe Stunde mittlerweile durch haben. Nee, aber nicht. Alles gut. Ich bin jetzt schon wieder komplett. Ich bin jetzt schon wieder komplett confused. Fängt ja gut an. Ja. Wow. Ich bin einfach komplett durch. Einfach komplett durch. So. Gut. Hier ist der Baum meiner Sehnsüchte. Das ist auch noch. Ach komm, okay, dann lassen wir es doch sein. Das wird mir definitiv zu viel Arbeit. Sachen, die in Arbeit ausarten, mag ich generell nicht. So, wir haben es am Holz. Das ist das Holz, was mit der S-Bahn fährt. Nein, wir machen jetzt mal nur ein bisschen. Ne? Mal gucken, wie viel wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Slabs. Was sind. Ah, okay. Dachte gerade schon. So, den Tisch würde ich hier so hin machen. Hä? Ah. Wow. Warum hängt der Server so hinterher? Ha. Huh. Okay. Aber gut. Die Frage ist. Nee, komm, das machen wir mal wieder weg hier. Vielleicht wird K1 wieder online. Oha. Ach übrigens, ja, nochmal für alle, JK1 ist jetzt übrigens auf all meinen Servern Mod. Also Moderator. Ja doch, so sieht's doch schon gleich viel besser aus. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass so hier kriegen wir natürlich gleich wieder 8 Stück, klar, ganz klar, warum auch nicht. Passt das so? Nein. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Das sieht doch ein bisschen. Ach so, siehst du, apropos Mod und JK1 ist jetzt überall Mod. Ich habe übrigens auch einen neuen Server. Den Creative Server. Ja, und läuft die erst nicht mit Admin-Schuhe rum? Ich glaub's ja. Geht jetzt einen neuen Creative Server. Also für alle, die ein bisschen Creative mögen, sind jetzt quasi auch bedient. Ich weiß nicht, irgendwie mit den. Machen wir das so? So als Tisch, so als Arbeitstisch. So irgendwie ein bisschen schmal, nur wenn ich das breiter mache, dann haben wir hinten wieder so wenig Platz zum Langlaufen. Ich nehme mal dich nochmal weg und mache mal doch hier hinten so ein Ding hin. Das so gut? Ich habe keine Ahnung. So, easy. Dann können wir nämlich hier hinten, haben wir Erde. Dich brauchen wir einmal und Erde brauchen wir. Haben wir um Erde? Mal ganz kurz gucken. Jawohl, natürlich haben wir Erde. Warum auch? Alles andere wäre auch ein bisschen seltsam gewesen. Haben wir jetzt gerade geguckt oder hat er gleich den ganzen Stack rausgenommen? Nö, einmal Erde. Sehr schön. So, dann können wir nämlich hier in die Ecke so quasi so eine Art Blumentopf machen. So, und einmal dicht darauf. Perfekt. Easy. Dann haben wir jetzt hier so eine Art Schreibtisch mit so Eckablage oder so. Warum ist der eine Tisch hier. Warum ist er jetzt hier rumgedreht und der andere nicht? Danke.
schon besser. So, easy. Jetzt haben wir so keinen Ecktisch. Jetzt sieht das doch schon gleich viel wohnlicher aus. Jo. Hier könnten wir auch noch so eine kleine Kommode irgendwie hinmachen. Ne? Müssen wir jetzt gucken, wie macht man daraus jetzt? Braucht man. Genau. Einmal so. Ja. Die Welt kommt noch da. Einmal so und jetzt. Gut so? Fragezeichen? An sich ja. Ich würde es tatsächlich sogar so lassen. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann klaue ich mir mal nochmal einmal Erde. Und dann machen wir in die Ecke. Boah, Alter. Wir haben 2000 Pflastersteine. Wollt mich verarschen? Boah, Alter, 1000 Blätter. Lol. Wir haben ganz schön viel Material. Einmal. Wir könnten natürlich sogar noch Blumen hinsetzen, aber eine Blume ist immer so klein, die sieht so niedlich aus und aus. Und jetzt ist es doch schon ein bisschen größer als so eine einfache Blume. Von daher. Easy. Oder? Ist doch ganz geil. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Haben wir hier ein bisschen Blumen drinne? Ich meine, ich persönlich würde mir in meinem Haus später nie Blumen pflanzen, aber hier fürs Let's Play sollte es schon menschlich aussehen, ne? Ich meine, lebt ja nicht jeder so in so einer Grotte wie ich. Wo es außer Rechner weit und breit nicht zu sehen gibt. Ich bin stolz drauf. 5 Strings. Aha. Ja, was können wir hier unten noch hinbauen? Wäre halt irgendwie so für so ein bisschen Beleuchtung, nur da bräuchten wir erstmal richtig Mese. Und für Mese, da müssen wir scheiße tief in Höhlen gehen. Von daher wird Mese erstmal so nicht für uns verfügbar sein. Zumindest nicht im Rahmen dessen, was in einem Let's Play so möglich ist. Weil wie gesagt, Mese gibt es glaube ich ab einer Tiefe von, jetzt muss ich lügen, 512, aber glaube eher 1024. Und so tief zu kommen, ist zwar in meintes an sich kein Problem, aber man braucht halt schon ein bisschen. Und das ist denn, ich weiß nicht, ob das in dem Let's Play so, ne? Ich meine, klar, man könnte jetzt sich einfach irgendwie so wie ich es gerade mal mache, einfach irgendwie so einen Schacht nach unten buddeln und das war's dann. Aber sieht halt schon scheiße aus. Von daher. Hier würde ich gerne noch was hinmachen. Die Frage ist nur, noch eine Blume wird dann wieder ein bisschen overpowered aussehen. Was tun wir da? Mal gucken, was es hier so alles gibt, ob wir irgendwas mit Mesa-Fragmenten machen können. Okay, Markt wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja lol, einfach mal einen ganzen Mese-Block. Why not? Ja, okay, ich schätze mal. Hä? Wow. Zweimal genau das gleiche. Ist jetzt interessant, würde ich jetzt fast sagen. Na, nee. Weil auch hierfür brauchen wir Mese. Das ist alles leider ganz schön teuer. Ja, okay, das heißt also beleuchtungstechnisch sind wir hier noch ein bisschen angearscht. Gibt es hier das Leuchteglas? Wenn ja, wie wird das gemacht? Glas gefault. Aber man konnte irgendwas mit Torch machen. Mir war es nämlich so, dass wenn man irgendwie ein Torch und ein Glas hat, dass man dann quasi so ein Leuchteglas hat. Aber das ist dann scheinbar doch nicht Vanilla, meint es, sondern das ist auch mittels einer Mod. Ja.
So. Tja, Lebensmittel haben wir ja, also fleischmäßig jetzt nicht so viel, liegt aber daran, dass wir kaum auf Tierjagd gehen. Aber dafür haben wir schon viele Äpfel. Das heißt, wir könnten in der nächsten Folge dann vielleicht mal irgendwie anfangen, naja, ein Beet zu bauen. Wir haben ein Beet bereits. Und viel mehr als das gibt es ja gar nicht hier. Fällt mir gerade ein. Wir sind hier auf dem Carpeten und nicht, Ach, wie das die kein Fast Privileg. Eigentlich müsste sie Fast Privileg haben. Ja gut, der weiß ich auch nicht, woran das liegt. Weil ich kenne das mit diesem Stamina, wenn man hier rennt, ne, dieses Stamina, bam. Das füllt sich auch normalerweise wieder auf. Und das tut's aber. Gut, okay, bei uns füllt sich jetzt nicht auf, weil wir verhungert sind. Doch, füllt sich auf. Easy. Ne, aber normalerweise, wie gesagt, füllt sich das halt auf. Aber wenn man. Also ich sollte, ich habe ja dieses Fast-Privileg und damit funktioniert es ab und zu nicht, weswegen, wenn man Fast-Privileg hat, das mit dem Stamina nicht so ganz so wunderbar funktioniert. Keine Ahnung, ob es verbuggt ist oder so. Ja, warum es jetzt bei JJK nicht funktioniert mit dem Stamina, keine Ahnung, weil sie hat ja kein Fast-Privileg. Mann, ich bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen, was wir in die Ecke klatschen können, aber mir fällt nichts ein, was in die Ecke passen würde. Das ist Bullshit. Ah. Und einfach nur eine Fackel reinklatschen sieht auch kacke aus. Wir haben hier in dem Raum überhaupt, in dem Haus sowieso noch gar keine Beleuchtung, fällt mir gerade auf. Ich meine, klar, auf dem Server hier wird es nicht Nacht, ne? Aber trotzdem sollte man irgendwie im Haus Beleuchtung haben. Ich schätze mal, das ist schon nachvollziehbar. Ja, gut. You can only sleep at night. Erzähl doch nicht. So, das heißt, wir könnten eigentlich mal die ganzen Blätter können wir eigentlich alle in die Ofen schmeißen. Es bringt gar nichts, jetzt hier aufzuheben. Ja. Ansonsten die Sachen einschmelzen. Weiß nicht. Dann werden wir halt hier am Haus gebunden und ich weiß noch nicht, was ich jetzt in der nächsten Aufnahme mache. Ob ich in der nächsten Aufnahme hier im Haus bleibe oder ob wir doch wieder ein bisschen rumwandern gehen. Beziehungsweise also nicht rumwandern, sondern hier unsere Höhle weiter ausbauen. Damit wir mal ein bisschen auf Diamanten und Mese-Niveau kommen. Das ist ja quasi unser endgültiges Ziel, damit wir endlich mal ein bisschen Mese-Kristalle haben und vor allem Diamanten. Also andersrum, Diamanten und vor allen Dingen Mese, weil Mese brauchen wir halt für die ganze Beleuchtung. Von daher würde ich mal sagen, das, was wir jetzt haben, sollte erstmal für. Wir haben nur viermal Stahl? Okay, wir schmelzen ein. Halt, das da. Ja, komm. Immer gib ihm. Whatever. Easy. So, verbraten wir jetzt mal die ganzen Espenblätter hier.
So, haben wir hier oben die guten Blätter drin und hier unten werden die schlechten Blätter verbraucht. Oh, wir sind gar eins left the game. Alles her, dann schmeiße ich erstmal alles unten rein. Mal gucken, wie lange die Blätter reichen. Vor allem mal gucken, wie lange das dauert, aber es dürfte jetzt nicht so lange dauern. Ich meine, es ist. Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Ich schätze mal, Aufnahmepause könnten wir jetzt doch machen. Langsam mal. Solange wir die Dinger hier brutzeln. Macht Sinn. Schätze ich mal. Gut, dann würde ich mal sagen, schau mit V. Bis nächste Folge.